Das stimmt, es ist so mega schön hier. Das stimmt. Schau mal, die hohen Bäume machen das schön, ne? Das stimmt allerdings. Da hast du vollkommen recht. Das ist ja ganz entspannt heute. Sie ist ja total entspannt. Sie läuft nicht zu langsam, läuft nicht zu schnell. Ist ja mega. Sie macht das super. Ja. Ganz toll macht sie das. So ein schöner blauer Himmel heute. Wow. Ah, hallo Annabelle. Super machst du das. Nicht ziehen, genau. Sie Luft lassen. Ganz alleine reitest du. Da. Stehen geblieben. Der ist ja cool. Schau mal, wie es hier staubt, Hanna. Das wäre der Fluss, schau. Jetzt gehen wir hier zurück, ne? Im Schatten der Bäume. Komm, wir kürzen mal ab. Vielleicht schaffen wir es. Nein, doch nicht. Lottje. Da trinkt sie was, ne? Nach dem langen Ritt muss man auch mal trinken. Jetzt lass es dann. Oh, sie tanzen. Vorsicht, halt dein Teller fest. Jawohl. Wo ist Annabelle? Ach da, dann gehen wir mal dahin. Knastfoto. Knastfoto. Zwei Kinder. Oh Gott. Und so sieht das Ganze aus. Wenn man sich das vorstellt. Im Geiste. Oh. Gefesselt bis ans Lebensende. So sieht eine gute, glückliche Ehefrau aus. In Ketten. Aber die Schuhe können Sie mal putzen. Haben Sie noch irgendwas zu Ihrer Verteidigung zu sagen? Würde mein Mann so viel Geld nach Hause bringen, dass ich mir neue kaufen könnte? Guck mal, dann hätten die Alten nicht so, wären die nicht so abgetragen voller Löcher. Und hier seht ihr, was passiert, wenn man das Frühstück nicht rechtzeitig auf den Tisch bringt. Sie darf heute Abend raus. Fürs Abendbrot, nächste Chance. Bis dahin muss sie in der Sonne. Tschüss. Tschüss. Ein ganz normaler Tag am Strand. Obwohl, das ist ja noch wenig, oder? Ja, voll wenig. Uns fehlen ja hier noch drei Wassersachen. Echt? Wir hätten die Luftmatratze, den Ball und noch das andere Einhorn mitnehmen. Nichts dabei. Da ist doch der ganze Apfel drin. Doch, Papa hat Snacks, oder? Oh. Klar hat Papa Snacks, als würden wir mit euch hungrigen Löwen irgendwo hingehen ohne Snacks. Gehen wir mal zum Beach, zum Sunset Beach. Mama, ganz viele Schmetterlinge. Und so schön grün alles. Ein so schöner blauer. Ein Zitronenfalter ist der geflogen. Ja, mega. Aber noch mehr. Was ist das? Was meinst du? Ein Bewässerungssystem. Ein Bewässerungssystem sind Schläuche, die sind am Boden. Und in diesen Schläuchen, also so wie unser Gartenschlauch, aber da sind überall Löcher drin. Und da läuft immer ein bisschen Wasser raus, damit es hier schön grün bleibt. Ne? Weil stell dir mal vor, die Leute kommen nach Pony Park City und es ist alles total vertrocknet. Ja, so ein bisschen haben sie. Ich glaube nicht, dass sie das jetzt oft gebraucht haben, aber ja, tatsächlich. Schau, Hanna, siehst du das? Da sind die Schläuche. Aber ich sehe da keine Löcher drin. Die sind winzig klein. Das Wasser tröpfelt da nur raus, Schatzi. Also so klein wie eine Ziege. Oh, schaut mal, der Blick zum See gerade. Das ist ja mega. Ich muss mal ein Foto von Papa machen. Guckt euch mal diesen mega schönen Blick an. Ach, wie schön. Und so blauer Himmel. Schöner Tag. Nicht wahr, Hanna? So, jetzt gehen wir mal zu den Liegen. Nehmen wir uns heute mal liegen. Ich habe schon eine große weiße Muschel da gefunden. Na, wir können ja nachher noch mehr Muscheln suchen.
weiß zwar nicht, wer hier immer Muscheln ausleert, weil es ist ja ein See, ne? Kein Meer, aber das heißt drum. Wir werden schon noch ein paar finden. Ja, 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 ja. Austern, alles was da reingehört. Ein paar weiße Haie. Annabelle! Guck mal, wie das spritzt. Guck mal, wer da spritzt. Wir sind mal bei einer äußersten Kante hier heute. Ja? Ja! Da sind wir mal ganz am Rand hier. Schau, da reiten wir normalerweise entlang, Hanna. Guck. Da reiten wir. Da. Und da am Strand, da hinten, ist die Pause. Guck mal, da ist doch gerade Pause. Siehst du es? Da sind Ponys. Kannst du sehen? Wenn man ganz genau hinsieht, sieht man da hinten kleine Pünktchen. Da sind Leute am Strand. Macht der Strandritt gerade Pause. Guck, Annabelle, siehst du es? Strandritt macht Pause. Mein Handy kann aber jetzt nicht so nah ran. Meine Kamera könnte näher ran. Passt. Aber mega schön gerade. Oh, ist der Sand hier schön weich. Da sinkt man ja ganz tief ein. Hier, uah, guck mal. Hier ist der gefiltert. Mega. Ja, klar. So, Hanna. Guck mal, wie kalt der ist. Jetzt lasse ich dich aber raus. Runter. Ah, warum ist Komm. Hier der Sand so gerade? Der ist hier wahrscheinlich gerecht worden. So. Wo lasse ich dich jetzt runter? Hier. So, stopp. Mega Strandplatz. Hänger für die Klamotten. Schatten, Sonne. Voll entspannt. Wie Algi Igittigit hier. Was ist das denn? Dann leg dich drauf. Dann hast du die Füße nicht im Wasser. Da ist es flach. Nicht ins ganz Flache. Nicht, dass dir die Luftmatratze an den Muschelscherben hier kaputt geht. Da kommen langsam die angesagten Wölkchen. Aber wir waren jetzt noch mal 2 Stunden hier, wo es wirklich mega schön war, ohne Wolken. Jetzt kommen so langsam so ein paar, aber solange die Sonne bleibt, ist alles cool. So, aber wir müssen sowieso in circa 45 Minuten unser Zeug zusammenpacken, weil die Greifvogelshow ist ja um 15 Uhr da hinten am Strand. Und wir wollen uns vorher aber umziehen, kurze Hose, Shorts und die ganzen Sandspielzeugsachen und Schwimmsachen wegbringen. Die wollen wir nicht hier rumliegen lassen, weil bei dem Wind muss man echt aufpassen, dass einem nicht alles wegfliegt. Obwohl, es geht eigentlich gerade. Nee, es geht eigentlich gerade. Jetzt ist der Wind nicht mehr so stark. Nur das Boot ist vorhin mal ein kurzes Stück geflogen. Aber es geht. Eigentlich ist heute nicht so viel Wind. Ja, eigentlich nicht. Ein bisschen, aber gestern war mehr. Gestern war auch frischer. Hanna spielt im Sand die ganze Zeit. Ich weiß nicht, was sie macht. Sie will es mir nicht verraten. Aber sie ist super beschäftigt. Annabelle chillt mit Papa auf der Luftmatratze. Habe ich auch die ganze Zeit. Aber jetzt bin ich mal rausgekommen. Trockne mich. Und ja. Wir werden uns danach umziehen, nochmal zur Greifvogelshow gehen. Vielleicht erstmal vorher was, vielleicht auch nicht. Wir haben nämlich noch Bolognese von gestern. Also muss man eigentlich nur warm machen. Für Hanna noch ein paar extra Nudeln kochen. Entweder machen wir das zuerst oder auch nicht. Auf jeden Fall gehen wir 15 Uhr zur Greifvogelshow und danach nochmal ins Playmobil Village. Ponys füttern, Abend dort verbringen, dann Abendbrot und dann wahrscheinlich wieder Sonnenuntergang am Strand. Weil ob wir das morgen können, weiß ich nicht. Der Wetterbericht für morgen sagt eigentlich erstmal schön sonnig, dann Wolken und irgendwann dann gebe ich mal 40% Regenwahrscheinlichkeit. Aber wann, wie, wo, warum, keine Ahnung. Ja, gucken wir mal. Aber ich wollte heute nochmal an den Strand, weil heute tendenziell das bessere Strandwetter sein soll. Das passt aber, weil morgen werden wir uns dann nochmal ausgiebig mit Playmobil Village beschäftigen und mit diesem Badehaus. Ist echt nur so ein kleines Becken, aber Annabelle will halt unbedingt da rein, also werden wir das auf jeden Fall morgen noch machen. Genau, so der Plan für heute. So, wir haben uns jetzt entschieden, vor der Greifvogelshow nochmal was zu essen. Hanna mache ich wieder ihre Nudeln und alles, beziehungsweise mit Ketchup. Für Annabelle ist noch Bolognese von gestern da. Wir können 2-3 Löffel mitessen, aber das reicht nicht mehr für alle. Aber mein Mann und ich probieren dann nachher nochmal diesen Lunchburger. Der ist ganz gut und den anderen wollten wir auch nochmal probieren. Also wir hatten schon einen, der war ganz gut und jetzt wollen wir halt nochmal den anderen probieren. Der wird auch ganz okay sein, denke ich. Und dann machen wir das nämlich heute. Morgen koche ich dann nochmal. Aber das hier reicht halt für Annabelle. Und ja, es sind schon noch 2 Portionen, aber es reicht halt nicht mehr für uns alle. Mach mal, reservier mal einen Megaplatz. Na, sie wird halt laufen. Gucken wir uns jetzt mal die Greifvögel an. So ein mega schön gerechter, glatt gemachter Strand. Hey, und dann kijken wir uns in de Valkrij wel na. En eigenlijk dus ook de landen om ons heen in het Duitsland.
Maar het zegt dus eigenlijk ook dat het een bietkop zit. Party! Party! Was geht denn da ab? Das ist Puppentheater. Ja. Wir sind jetzt noch ein bisschen hier auf dem Spielplatz und mein Mann und ich probieren jetzt nochmal die Burger, die wir probieren wollen. Und dann werden wir nachher mal noch Abendbrot für die Kids machen. Hanna isst ein bisschen Pommes, das wird so ein kurzes Abendbrot. Du trinkst meinen Milchshake aus? Das ist doch nicht dein Ernst. Ja. Nein? Ja. Mm. Ich finde das voll chillig, dieses abendliche Ponyfüttern und du? Ja. Das ist so cool. Das ist so cool. Kinder sind beschäftigt, ja. Das wäre alles so die Statik anschaut. Mensch, die Ziege ist super. Ach, jetzt ist auch gerade die Musik angegangen und hier ist übrigens noch ein mexikanisches Restaurant, das ist auch ganz gut. Und da drin, sieht auch ziemlich cool aus da drin, und da gibt es auch Casino und so eine kleine Kegelbahn für Kids. Kostet ein bisschen was, die Kegelbahn kostet glaube ich 8 Euro die halbe Stunde, aber ist auch schön. Genau, sehr schön gemacht, auch, ich finde es total süß. Und hier habt ihr mal das mexikanische Restaurant von innen, finde ich auch super, super schön. Total süß gemacht, sehr liebevoll gestaltet. Hier mit einem Brunnen. Da kann man bestellen. Da oben kann man auch sitzen. Und hier hinten ist so die Texas Area, da ist man dann wieder bei Lucky Luke Town und da könnt ihr direkt durchgucken nach Playmobil City. Hier gibt es, wie gesagt, Billard, so Soccer, verschiedene Tischspiele. Ja, ist eigentlich relativ cool gemacht. Also hier waren wir ehrlich gesagt noch nie mit den Kids. Ist noch nicht so ihr. Sie würden es probieren, aber sie brauchen das noch nicht. Ah, hier, Games. Alles cool. Hier sind die Toiletten, da gehen wir immer hin, wenn wir im Playmobil Village sind. Und hier hat man halt auch noch die Sitzecken. Und ja, da hat man quasi auch noch eine Kegelbahn. Da gehe ich aber jetzt nicht hin, weil da wird gerade gespielt und ich will die Leute ja nicht filmen. Hier gibt es eben auch eine Area No Mamas, No Papas for Kids. Total süß gemacht. Ich finde es total schön. Also schon süß. Also für die Kinder halt unheimlich schön gemacht. Viel zu gucken und ist halt einfach schön für die Kids. Ne? Ponys sind gerade noch unterwegs. War Hannah schon enttäuscht, aber die sind gerade beim Reiten. Die kommen gleich wieder und dann kann sie wieder füttern, bis der Arzt kommt. Man merkt, dass hier gerade weniger los ist, weil die Greifvogelshow ist und weil eben auch wieder Ritter sind gerade. Ich kann über die Belegung nichts sagen gerade, das ist gerade ein bisschen schwierig. Ich weiß, dass die Ranchhäuser alle ausgebucht waren und eigentlich sieht man auch in fast jedem Cowboyhaus jemanden. Aber ich muss sagen, es verläuft sich unheimlich gut. Klar, jetzt bei der Greifvogelshow war es mal geballt oder auch in Ritten sieht man mal mehr Leute, aber es verläuft sich unheimlich gut hier. Also mega. Und rein ins Village. Ich finde diese Türen mega, diese riesengroßen Türen. Kann man noch seine Schuhe abstellen. Das mache ich jetzt auch. Meistens fliegen die übrigens einfach hier so rum, aber heute ist tatsächlich mal manierlich. Man merkt, dass jetzt die Ritter sind und die Show. Also. Hallo Papa. Es ist irgendwie wärmer als sonst hier. Puh. Okay. In den Abendstunden. Aber ist trotzdem schön, ne? Ein bisschen sieht man auch von der untergehenden Sonne. Ein bisschen. Ein bisschen Farbe. Super. Jetzt können wir auch gehen, ne? Och, naja, ein bisschen was hat man schon gesehen.
Aber dafür war es trotzdem schön zum Spielen, oder? Die Laternen sind schon an. Und hier wird nur Blödsinn gemacht. Nur Blödsinn. Oh, schau mal, die Lichter an der Brücke sind an. Da ist das Krokodil und die Lichter. Das ist so schön. Ich liebe ja sowas, ne? Da ist auch Party gerade. Ich weiß zwar nicht, was für eine Party, aber Party. Und die Ponys sind noch da und da wollen wir natürlich auch hin. So, hier ist der Mexikaner. Oh, da läuft dann Fernsehen da oben. Sehr schön. Schön beleuchtet. Und hier auch die Kegelbahn ist schön beleuchtet. Gucken wir mal kurz rein, das konnte ich vorhin nicht. So schaut's aus. Auch cool. Ich finde das mega, dass die Ziegen Disco-Party-Licht haben. Die begrüßt dich hier aber auch. Hi. Und wo ist der Springer? Da. Da ist unser Springer. Da ist sie. Guck mal, wie sie klettern kann, du. Und guck mal, jetzt ist es grün, blau. In den Bäumen haben sie auch überall so kleine Farbwechselscheinwerfer hier. Nicht überall, aber immer so stellenweise. Ist cool. Hallo. Hi. Oh, du bist auch da. Ja, süß. Das ist so süß. Hier sind auch überall Lichter, also es wird auch nicht dunkel. Hier kannst du wirklich bis abends bei den Ponys sein und die Kinder stehen natürlich alle voll drauf. Hier ist überall noch ganz schön was los, sowohl am Saloon als auch hier. Hm? Na komm, er futtert dir nichts weg. Zeig lieber deine Friese, die ist mega. Back. Guck mal. Oh wow. Die geilste Frisur, die ich je bisher gesehen habe. Mega geil. Ist das der Frozen Mojito? Mhm. Für das teure Geld? Ja. Ich hoffe, der schmeckt dir. Ich hoffe es auch. Und aber Bavaria? Oh, Bavaria! Ist, ja, das ist ein holländisches Bier. Ach so. Obwohl es Bavaria heißt. Ja, dann. Ich glaube, die wollen ja irgendwas abgucken. Dann ist ja mega. Also Prost. Ja, Prost vielleicht. Also ist ein 9 Euro Frozen Mojito im Plastikbecher. Ja. Der muss jetzt aber schmecken. Der muss schmecken, ja. Ja, schmeckt. It's getting darker. Die Palmen sind übrigens bewässert, haben wir gerade gesehen. Da ist ein Hahn, da kommt Wasser raus. Das Einzige, was ich noch machen würde, ich würde ja die Palmen beleuchten. Ne? Muss ich ganz ehrlich sagen, das fände ich noch besser. Aber ich bin ja so ein Palmenbeleuchtungsfreak. Ne? Nach Dubai müssen Palmen bei mir beleuchtet sein. Entweder Spots oder Lichterketten. Das würde ich vielleicht hier noch machen. Ist vielleicht auch nicht nötig, weil hier ist genug Licht. Sieht cool aus. Aber ich würde es trotzdem machen. Was sagen wir? Gute Nacht, Pony Park City. Gute Nacht, Pony Park City. Lauft eurem Vater nach. Auf geht's, Kinder. Es ist fast 10. Ja und? Ist langsam mal Zeit fürs Bett, würde ich sagen. Kommt. Normalerweise gehen wir jetzt ins Bett. Nee, normalerweise schlaft ihr seit 2 Stunden. Oh. Aha. Egal, ja. Auf geht's. Schlafen wir morgen jemanden in 2 Stunden länger. Ja, verschlafen wir den Strandtritt morgen, ne? Ja, Mama trägt sie nochmal auf den Schultern. Gute Nacht, Himmel. Ja, ja. Boah, dunkel, guck mal. Annabelle, stell mal vor, ohne Eltern wären Annabelle und ich alleine hier durchgelaufen in der Nacht. Gut, dass die Laternen hier an sind. Nein, nein. Mal alle ganz leise. Das? Auf geht's. Grille auf geht's. Mann, für das Grillen. Möglich. Oder das? Geister. Nein. Komm, wir gehen jetzt in die Hütte. Nein. Dunkel. Auf wen sie sich stürzen können. Ich bin endlich auf der Couch angekommen. Die Duft.
Kerzen sind an. Ich gucke jetzt noch eine Folge meiner Serie auf Netflix. Die kam heute neu raus und wir haben jetzt 22.39 Uhr. Mein Mann duscht gerade. Die Kinder schlafen seit 10, vielleicht 15 Minuten. Das ist so die klassische Zeit hier, wo man dann selbst mal zur Ruhe kommt, wo man dann eigentlich sagt, vernünftigerweise sollte ich gleich ins Bett gehen. Aber manchmal braucht man einfach noch mal ein bisschen was anderes abends zu gucken oder zu lesen außerhalb des Kinderprogramms. Also ist krass. Eigentlich müssten wir gleich schlafen gehen, aber einfach so zum Runterkommen. Krass. Ich habe echt gedacht, wir haben hier ganz normal, ja, für Eltern voll die Entspannung. Aber hat Spaß gemacht, war sehr, sehr schön. Also, gute Nacht, ihr Lieben. Bis morgen.